Hallo liebe Freunde von Leanders Lieblingen. Ach, heute ist der 23. nicht April, der 23. Juni. Tja, was ist heute für ein Tag? Ich habe hier die Zeitung mal wieder liegen. Das ist natürlich die Zeit vom 17. Juni und da steht riesengroß und dick, wann ist Ihr Geburtstag, Rafik Shami? Heute. Heute 75 Jahre. Wobei, sicher ist es nicht. Gar nicht sicher. Es ist ein geschätztes Datum. Denn, so schreibt er hier, als er geboren wurde in Damaskus, da war das nicht üblich, dass man jeden Tag zum Amt ging und ein Kind anmeldete, sondern das hat man dann irgendwann nach ein paar Wochen mal gemacht. Da ist der Vater von Rafik Shami zum Amt gegangen und hat gesagt, ich habe einen Sohn bekommen und den will ich anmelden. Dann sagte der Beamte, ja, wann ist er denn geboren? Och, sagt er, zur Zeit der Aprikosenblüte. Der wusste natürlich nicht, dieser Vater, dass meine Lieblingsfrüchte Aprikosen sind. Das passt natürlich alles ganz herrlich. Rafik Shami, gibt es jemand, der ihn nicht kennt? Hier heißt es ganz am Anfang von diesem Interview, Herr Shami, Sie sind einer der bekanntesten Erzähler Deutschlands. Was macht eine gute Geschichte aus? Und da sagt er ganz einfach, sie muss wie ein Zauber wirken und die Leser wieder zu Kindern machen, die sich faszinieren lassen. Eine gute Geschichte nimmt einen mit auf eine Reise. Tja, also Rafik Shami ist in Damaskus geboren und zwar in einem Damaskus, das noch der Inbegriff eines Märchens aus Tausend und einer Nacht war. Da ist dieser kleine Junge durch die Gassen gerannt und hat alles mit offenen Ohren und Augen zur Kenntnis genommen und sich alles gemerkt. Mit einem totalen Gedächtnis hat er alles gemerkt und als er später nach Deutschland kam, um hier in Heidelberg Chemie zu studieren, also das passte ja für meinen Geschmack eigentlich überhaupt nicht, obwohl Chemie ist ja das Zusammenfinden von verschiedensten Materialien wieder zu neuen Materialien und die dann zu bestimmen. Und genau das tut ein Dichter ja eigentlich auch. Deshalb, für mich war er immer schon einer der ganz, 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 ganz Großen. Deshalb hat er auch 2002 den Heidelberger Leander bekommen. Diesen Preis, der genau das auszeichnet, was jetzt hier steht. Nämlich Autorinnen und Autoren und Illustratorinnen und Illustratoren, die Bücher schreiben, die die Menschen so faszinieren, dass sie sie nie mehr vergessen. Rafik Shami hat solche Geschichten geschrieben und sein wichtigstes Buch, da fehlt mir zwar der Schutzumschlag inzwischen, aber es ist so ein schönes Buch. Ich glaube, das ist seine Ehefrau geworden, diese Illustratorin, die dieses wunderbare Bild gezeichnet hat. Kann man das richtig sehen? Was dann zum Cover für dieses Buch Erzähler der Nacht geworden ist. Und die Frage ist, worum geht es nun in diesem Buch, das wirklich das Erzählbuch schlechthin ist? Übrigens an dieser Stelle muss ich natürlich sagen, ich habe Rafik Shami ja öfter mal erlebt. Also nicht nur bei dieser Preisverleihung vom Heidelberger Leander. Er hat noch nie aus einem Buch vorgelesen, sondern er hat immer erzählt. Wenn man dann aber genau hingehört hat und die Geschichten eigentlich auch ganz gut kannte, dann hat man erfahren, dass er diese Geschichten wirklich sozusagen mit jedem Atom seines Körpers vielleicht oder mit jedem Gen seines Körpers in sich aufgesogen hat und einfach auswendig konnte. Das heißt, er ist der Inbegriff des Sprachkünstlers, eines Menschen, wie es nicht so viele auf der Welt gibt, der so faszinierend erzählen kann. Und in dieser Geschichte bei dem Erzähler der Nacht, da geht es auch darum, was Sprache ist. Denn es geht ja um einen Kutscher, der seine Stimme verliert. Er war einer der wunderbarsten und begehrtesten Kutscher in Damaskus, weil er stundenlang Geschichten erzählen konnte, die jeder gerne hören wollte. Und deshalb hatte er immer seine Kutsche voll mit Gästen. Aber eines Tages sitzt nachts eine wunderschöne Fee an seinem Bett und sagt, ich wollte dir auf Wiedersehen sagen. Nein, nicht auf Wiedersehen, ich wollte dir Lebewohl sagen. Denn ich gehe jetzt in Rente.
Ich bin so alt wie du und ich habe dich jetzt 50 Jahre lang begleitet durch alle diese Straßen, die du gefahren bist mit deiner Kutsche. Und du konntest so wunderbar erzählen, weil ich dir das alles eingeflüstert habe. Tja, und jetzt gehe ich in Rente. Aber weil du das alles so wunderbar gemacht hast, diese Zusammenarbeit zwischen uns beiden, kriegst du eine neue Fee. Aber du musst sie dir verdienen. Von jetzt ab hast du noch 21 Wörter und mit denen musst du dafür sorgen, dass du 7 wunderbarste, unaustauschbare Geschenke bekommst. Und wenn du die bekommst, dann kommt eine neue Fee zu dir. Tja, und das ist nun schon ein ganz großer Teil des Buches, wie er es schafft mit diesen 21 Worten, diese Geschenke zu organisieren. Und natürlich sind das alles Geschichten, die er erzählt bekommen muss. Und die erste Geschichte, die er erzählt bekommt, da möchte ich gerne einen klitzekleinen Abschnitt vorlesen, weil einer seiner Freunde erzählt die Geschichte von einem Saha ist die Ehefrau, von einem, ja, was ist er denn eigentlich, Metzger? Bäcker ist er gewesen. Ach, da haben wir doch wieder alles dabei. Der Bäcker, der nimmt ja viele, viele Zutaten, um daraus wunderbares Brot oder wunderbare Kekse zu backen. Und so ist es auch mit der Sprache. Es braucht ja nicht nur die Wörter, sondern Sprache ist ja viel, viel mehr. Und genau darum geht es. Denn diese Sprache verliert er, dieser wunderbare Bäcker, der so schön erzählen konnte, dass seine Frau ihn über alles geliebt hat. Er geht einen Deal mit dem Teufel ein, dass er Geld vom Teufel bekommt. Und dafür verkauft er ihm seine Sprache. Und da heißt es dann, also gut, Saha merkte bei ihrer Rückkehr, dass ihr Mann nicht nur nicht zu reden vermochte, sondern auch nicht den Hauch einer Andeutung machen konnte. Nicht einmal eine kleine Freude zeigte er bei all den Leckereien, die sie nun mitbrachte, nachdem er ihr die erste Lira gegeben hat. Er aß schweigsam und schaute sie mit toten Augen an. Und als sie wiederum ihre Hand ausstreckte und darin die Goldlira herauspurzelten, konnte er nichts tun. Seine Frau saß ihm gegenüber und starrte seine Hand mit großen Augen an. Sobald sie die Goldlira aus seiner Faust entnahm und auf den Tisch legte, war eine zweite da. Hunderte von Goldliras zog der Mann aus seiner Hand. Er konnte aber noch nicht mal mehr lächeln. Denn, so heißt es hier, auch Lächeln ist eine Sprache. Und welch eine himmlische. Auch die Flöte, die der Mann früher die zauberhaftesten Melodien entlocken konnte, gab keinen Ton mehr von sich. Da nahm der Mann ein Blatt Papier und wollte seiner Frau ein Bild zeichnen, das ihr das Geschehene erklärte. Doch seine Hand unterwarf sich nicht mehr seinem Willen. Er konnte nur noch kritzeln. Sinnlose, zackige Linien wurden es. Und die kluge Saha sah durch die Linien das Gesicht des Teufels. Tja, wenn man nicht sprechen kann, dann ist man wie ein lebender Leichnam. So heißt es später auch in diesem Buch. Ja, und um nicht mehr und nicht weniger geht es, wenn wir Geschichten erzählen. Und Rafik Shami hat dann später noch ein Bilderbuch auf den Markt gebracht, der Wunderkasten. Und ich kann wieder nur noch mal sagen, diese Geschichte kann ich nicht erzählen, weil ich immer bitterlich weinen muss am Schluss. Nicht aus Traurigkeit, sondern weil es mich so glücklich macht. Es ist eine der schönsten Geschichten, die jemals erzählt wurde, ähnlich wie die Geschichten aus den Erzählern der Nacht. Also ich kann nur sagen, herzlichen Glückwunsch, Rafik Shami. Wie schön, dass es sie gibt und wie schön, dass sie sich nicht dem Teufel verschrieben haben, sondern dass sie ihre Sprache in all der Vielfalt der Menschheit geschenkt haben, die da nun in vielen dicken Büchern nachzulesen sind. Aber noch viel besser ist natürlich, wenn sie kommen und selber erzählen. Also bleiben Sie gesund und bleiben Sie guter Dinge und machen Sie noch viele, viele Geschichten, Erzählstunden für die Menschen, die Sie damit glücklich machen. Vielen Dank.